Was haben wir denn hier? Es sind noch drei Übungen, die wir machen können. Und vielleicht hört man das schon, ich habe ein neues Mikrofon, beziehungsweise ein ganzes neues Headset. Ja, muss ja wieder Zeit gehen. Ich habe mir die alten Aufnahmen angehört. Das war weit jenseits von gut und böse. Aber okay, starten wir am besten erstmal die Übung. Fortgeschritten natürlich. Räumen Sie Ingens Platz B auf und erstellen Sie ein Dinosaurier-Fotoportfolio für die wissenschaftliche Gesellschaft. So sei es. Ich mag sowas echt gerne. Oh, ein paar Raptoren. Wie schön. Und wieder überhaupt nicht viel Text. Der letzte Parkmanager war ein wahres Debakel für diese Insel und wir wollen, dass sie den Schaden wieder beheben. Natürlich. Erstmal sauber machen, ne? Nach Abschluss der Aufräumarbeiten bringen sie den Park wieder in Ordnung und sorgen für neue Besucher. Ingen hat Dr. Sarah Harding und der wissenschaftlichen Gesellschaft Fotos von einer Reihe unserer Dinosaurier versprochen. Und wir möchten, dass sie sie schießen, sobald wieder alles läuft. Also die Fotos, ne? Nicht die Gesellschaft. Fangen Sie am besten mit der Behebung des Raptorenproblems im Besucherbereich des Parks an. Ja, John rennt, ne? Alle Velociraptoren eliminieren, bla 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 bla. Ja. Ja, doch, doch. Zwei Sterne Park aufbauen. Okay, und wir sind noch im Notfallmodus. Da bleiben wir eigentlich auch am besten noch. Boah, die ganzen Raptoren. Eigentlich viel zu schade, um die alle wegzuprügeln, ne? Und willkommen. Ah, wie machen wir das denn? Na gut, machen wir höchstpersönlich. Wir setzen uns, schwingen uns erstmal in den Helikopter. Und dann sind die ganzen schönen, teuren Raptoren weg. Diese elendig wendigen Biester. Ich mag das ja gar nicht, ne? Eins. Zwei. Drei. Drei Raptoren. Entschuldigung. So. Und Ibsen. Oh, habe ich nicht daneben gezielt und Ibsen. Nein, 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 nicht erkennen. Komm her, komm her, komm her. Komm zu mir, ich habe Kekse. Ihn. Und er sieht auch aus wie so ein Rührei auf Füßen. Er geht ja sogar eigentlich. Wäre auch ein Lackshot gewesen. So, räumen wir ihn noch hier weg und ihn holzen wir noch um. So, und dann kriegt er noch eins ins Gesicht geschnitzt. Ja, nicht. Scheiße. Ich kann nicht mehr zielen. So. Ja. Ja. Wie viele gibt's denn noch? Fünf? Sechs? Oh, der war gut. Drei. Nee. Drei. Ein noch und wir sind raptorenfrei. Schönstes, was ich jetzt gerne machen würde, ist diese ganze Parkhälfte einfach wegreißen, weil die braucht ehrlich gesagt überhaupt gar kein Schwein. Wir konzentrieren uns nur auf diesen Bereich, die wir auch nachher fotografieren müssen. Forschen wir überhaupt? Forschen nicht mal. Was ist das? Wie immer erstmal die Impfstoffe. Ne? Und jetzt würde ich gerne. Ja, nee, komm. Ich will diesen Besucherpark erstmal, diesen Eingang wegreißen und den nach da verfrachten. Erstmal nach Norden gucken. Sieht man hier sehr schön, da, so, nach Norden, so. Und willkommen. Jetzt reiß ich hier den ganzen Kram erstmal weg. Das gibt erstmal auf der einen Seite Schotter. Und auf der anderen Seite sogar ein bisschen Geld. Tisch. Weg, weg, weg. Weg bringt leider gar nichts, ne? Was soll's. Und willkommen. So. Und dann fangen wir gleich mal an, auf der rechten Seite vom Park ja, wieder alles ein bisschen aufzubauen. Erstmal für die Besucher. Und dann basteln wir uns langsam zu so einem Zwei-Sterne-Park hoch. Ja, die lassen wir natürlich hier, die Zäune, da sind ja immer Dinosaurier drin. Und diese Seite hier, die würde ich auch gerne nochmal wegholzen. So. Und willkommen. Weil wenn die Besucher hier die ganze Zeit rumrennen und sehen nichts, dann werden sie auch wieder pisst. Auch wieder nicht richtig. So. Und willkommen.
Ach, dieser Weg hier wird auch kein leichter sein. Ne, der stört mich auch ziemlich. Hier ist ja nichts. Mitten in der Peripherie. Die Wege baue ich mal nach hier. Und willkommen. Ja. Da dürfen sich Besucher nachher gerne aufhalten. So. Zack. Zack. Jetzt schon mal so ein Besucherzentrum hier hinbasteln. Gut zu wissen. Denk mal in der Mitte, oder? Oh. Ja, komm. Kennen wir nix, hauen wir da hin. Paar Reinemach, Leute. Gehört sich so. Paar Attraktionen, hey. Ein Türmchen. So, ich kann ja gleich mal. Kein Problem. Gleich mal öffnen, dann kann ich nämlich in der Zeit schon mal weiterbauen. Also, boah, ja, ne? Hier so ein. Machen wir da mal so einen Turm und vielleicht noch einen hier in die Ecke. So. Nachricht von Dr. Grant. Hier am besten auch. Dr. Grant hat was zu sagen. Ach ja, den haben wir auch noch gar nicht losgeschickt, ne? Oh, ich bin auch völlig neben den Schienen irgendwie heute. Ja, da wo es gut ist, da jagen wir ihn hin. Spiele, Spiele, Spiele. Hier sind ja nur die Pflanzenfresser. Ach ja, ich kann die ja sogar erhöhen. Das ist eine Investition, das gibt nachher richtig schön Geld. Oh, eins noch übrig. Ah, so. Gut, noch ein paar Attraktionen. Da gibt es viel zu gucken. Boah, hier gibt es so ein bisschen was zu luschern. Die hauen sich gleich die Köpfe aneinander. Mach hier immer noch einen. Und, ja, komm. Haben wir noch Geld genug, ne? Wie geht's Ihnen heute? Erstmal alles auf Spielplattform. Ja genau, auf Actionfenster, klug wie ich bin. Ah, kein Schön, Weg bauen. Sie wieder zu sehen. Spiele, Spiele, Spiele. Perfekt. Und jetzt möchten die Besucher natürlich auch wieder was phrasen und ein Brikett aus dem Rücken drücken können. Wenn sie verstehen, was ich meine. So. Da können sie es machen. Nach Lust und Laune. Hier auch. Oh. Ja. Bevor die dann unzufrieden werden. Da am besten auch nochmal hier. Nö. Dann die Klassiker. Mülleimer. Genau, hier fängt es schon an. Können Sie sich darum? Ja. Das sieht hier wieder aus wie bei mir hinterm Sofa. Ich glaube, ich habe da Tiere entdeckt. Nachricht die haben Dr. noch Grant. Nicht mal einen Namen. Also, allgemeine Wissenschaft. So. 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 Bänkchen zum Ausruhen. So, so Dr. Grant hat was zu sagen. Hat nichts gefunden. Oh, du bist der Beste. Will ich aber gleich nochmal ein Team mehr losschicken, oder? Oh ne, 40.000 bricht mir das Genick. Zaun ist ja okay, der ist gut. Sollte man ja auch mal testen. Ankylosaurier, die hatten wir noch nie. Sind die nicht schön? Gucken wir nochmal auf die Ziele. Also, haben wir gemacht. Die Raptoren gibt es nicht mehr. 2-Sterne-Park, das wird sich im Laufe der Zeit geben. Und dann diese Dinosaurier... Oh, wir müssen auch Velociraptoren ausstellen? Ja, dann müssen wir wohl hier irgendwo nochmal so eine Stufe irgendwas Zaun bauen und Raptoren züchten. Ja, was soll's. Machen wir das. Kommen hier eben, ja, kommen hier Raptoren rein, ne? Hallo. Ja. Ach so, dann sollte ich ja am besten mal die Suchteams nicht hier jagen lassen. Ah, den lasse ich nochmal zu Ende regeln. Sondern da, wo wir den Tyrannosaurus Rex kriegen. Denn den wollen wir auch züchten, beziehungsweise müssen wir züchten und später auch fotografieren. Ich würde aber ungern mit einer Safari-Tour in ein T-Rex-Gehege fahren. Ich glaube, das geht aber durch von einem Ballon aus genauso gut. Wir werden sehen, wir probieren es. Hier kriegen wir einen T-Rex, das weiß ich, deswegen hauen wir die da hin. Oh, ich finde, die kann man jetzt schon mal hochdrücken, das Eintrittsgeld auf 500. Wie soll man nicht so knauserig sein, da kommt der doch aus Schottland oder so. Und jetzt mache ich mal meinen Vorurteilsmodus wieder aus. Und sieh zu, dass hier die Raptoren auch begafft werden können. Von diversen glücklichen Besuchern. Machen wir hier einen Turm hin, ne? Da, so. Dann mit einem Weg. Dann haben wir noch genug Platz für irgendwas anderes. Machen wir Action. Hier noch so eine Futterstation. Ich glaube, hier standen noch zwei, ne? Ja, die müssen wir gleich mal wegreißen. Die stehen ja ziemlich doof in der Heide rum.
Naja, drei Raptoren, das Nachricht reicht. Von Dr. Grant. Hier auch auf Action. Und dann sollte das soweit laufen. Und willkommen. Den nehme ich weg, das gibt Geld. Den auch. Und willkommen. Und ja, an sich ist schon mal der Grundstein gelegt. Gucken, kein Wirbelsturm in Anflug. Ich sehe euch. Verdammt. Darüber sollten wir wirklich sprechen. Gut gemacht. Eine weitere Dinosaurierart wird die Beliebtheit ihres Parks mit Sicherheit steigern. Hat doch gar nichts gemacht. Achso, er. Hallo. Oh. Ich kann sogar T-Rex schon kaufen. 6 Raptoren. Alter, seid ihr verrückt? Und sonst nur fotografieren? Das müsste eigentlich relativ fix gehen. Gib ihm! Das war alles? Hau ab! Sie sollten sich bei uns melden, wenn Sie etwas Zeit haben. Nö, momentan nicht. Ja, Problem ist jetzt wieder nur... Schön, Sie zu sehen. Das mit der Forschung dauert mir eigentlich wieder zu lange. Sonst würde ich erst einmal ausnahmsweise eine Ballontour einbasteln. Dann können wir zumindest schon mal so einige Fotos machen. Und der Zwei-Sterne-Park wird sich dann schon irgendwie... Ja, der wird denn schon... Ja, gute komm. Entscheidung. Ich breche mal meine eigene Regel. Nachricht von Dr. Dann können wir zumindest mal ein paar Fotos schießen. Von den Sauriern. Und willkommen. Und dann haben wir hier schon mal diese ganzen Reihe dicht und brauchen dann eben nur noch, okay, wir brauchen noch einen T-Rex und einen Zwei-Sterne-Park. Das ist dann das Einzige, worauf wir uns konzentrieren sollten. Oder müssen. Die Station steht da ziemlich im Weg, wenn ich da ein Gehege hinbauen will, ne? Und willkommen. Dann nehme ich sie mal da so hin. Da so. So. Dann kann ich sie hier wegnehmen. Zack. Wir sehen ja eh alle gleich aus, die Leute, die da drin sitzen im Heli. Stufe 3 Zaun. Oh, das kostet ja ein heidens Geld. Ha! Echt, wie sich immer feiern, da könnte ich mich immer drüber feiern. Aber ohne Witz, jetzt hat er jetzt einen. Hat die jetzt ein Bart hier? Naja. Guck mal. Und schon gibt's ein bisschen Geld nebenbei. Schön, Sie wiederzusehen. Dann dürfte es auch bald den ersten Stern eigentlich geben. Kann man noch irgendwas bauen, was wir noch nicht haben? Nö, wa? Das bringt nichts. Na gut. Dann warten wir also nur. Ich weiß gar nicht, wie die Sterne vergeben werden. Immer im Quartal oder? Das habe ich gemacht, damit sie dann vorbeilaufen müssen. Wie im Supermarkt. Wie geht's Ihnen heute? Okay. Guck mal, wie die pennen da hinten. Oder sind sie tot? Nee, sie pennen. Ist das nicht schön? Och, ihr wieder. Okay. 10.000? Ja, Zaun weiterbauen bringt ja auch nicht so viel. Gut, gut. So, einmal Gas geben. Ich glaube, von T-Rex haben wir auch noch gar nichts, oder? Nee, null. Aber von allen anderen haben wir 100. Das ist sehr praktisch. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Geld. So. Shit, was hat er jetzt gefunden? Das habe ich jetzt gar nicht mehr gekriegt. Schön, Sie zu sehen. Mist! Naja, egal. Na, liebe Besucher. Das wird langsam, wa? Nö. Die Dinosaurier findet er langweilig. Pass mal auf, bis ich den T-Rex habe. Ja, und hier haben wir unsere süßen kleinen Raptoren. Die auch ewig alt werden. Ach so, die Fliegen sind hier im Spiel. Ich dachte, bei mir fängt das Essen an schlecht zu werden. Studenten halt, ne? Seid uns nicht böse, wir sind immer so von Natur aus. Ey, das ist ja Quatsch hier. Sowas will doch keiner kaufen. Nehmen wir mal Hotdog. Nehmen wir mal hier einen Rexburger. Schön, Sie wieder nicht, zu oder? Sehen. Oh. Schon wesentlich besser. Ey, ohne Witz, wieso feiern die sich so? Haben die noch nie ein Klo von innen gesehen, oder wie? Oder zünden die ja jedes Mal eine Stinkbombe? Na, es gibt wieder Geld. Ich baue mal am Zaun weiter. Weil was großartig anderes kann man auch gar nicht so machen. Für T-Rex reicht das, oder? Ja.
Soll sie mich nicht so anstellen. Danke, dass Sie vorbeikommen. Ich will meinen ersten Stern mal kriegen, Meister. Gut. Was mache ich, weil der Herr hungrig ist? Nachricht von Dr. Grant. Ist immer so schön so ein Baum davor, wie in den Filmen. Ah, oh, sieht man nicht hier. Ja, oh. Ja, ist zerfleischt. Ja, das will ich doch haben. Ja. T-Rex. Sehr schön. Schön, dass Sie schon wieder. Ist ja nicht vorher mal was passiert in diesem Park, bevor ich hier aufgetaucht bin? Nö. Hi. Wieso will. Achso, dieser eine Action-Fan, ja. Pff, unzufrieden. Und hallo. Oh, das ist doch. Wer hat da 100? Wie geht's Ihnen heute? Achso, ja, das ist doch echt mega geil, diese Aussicht hier. Hat was. Ich hätte nur ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bock, wenn die Dinosaurier sich total verfatzen. Also wenn die sich von hier einfach nur verfatzen. Wie hier. Alle weg. Toll. Dann bringen sie eine Aussichtsdings hier aber auch gar nichts mehr. Ich glaube, die Bäume stören auch. Ich weiß gar nicht, ob das nur Bluff war. Einer hat mal gesagt, dass es wichtig ist, dass eben keine Bäume hier in der Gegend stehen. Weil sonst die Punktzahl eben runtergeht. Das stand auch hier im Spiel irgendwo mal drin. Das wurde auch mal gesagt in irgendeiner Übung vorher schon. Weiß ich nicht, ob das Bluff ist oder ob das wirklich so ist. Man weiß es nicht. Ja. Ein halber Stern. Es wird langsam. Nachricht von Dr. Grant. Geile Tiere. Will ich auch haben im Garten. Sag ich gerne. Mann, hier können doch gerne ein bisschen mehr los sein eigentlich. Das haut mich noch nicht so von den Socken hier. Hallo. Warum bleiben diese Ziegen manchmal so mitten auf dem Teil stehen, blockieren absolut alles und die Raptoren kriegen dann nichts zu fressen und drehen mega durch? Nachricht von Dr. Grant. Jetzt hau ich da einfach zwei hin. Kann ich nix? Hier, zack. Ja, noch lacht die Fliege. Ja, die Fliege? Die Ziege. Nein, ich bin nicht betrunken. Und willkommen. Achso, man kann es ja jetzt wieder hochschrauben, ne? So. Müssen jetzt automatisch mehr bezahlen? Nee, ne? Schade eigentlich. Das könnte man ja, wenn läuft, ist sofort auf 5000. Ah, das haben die Programmierer sich schon auch so gedacht. Da sind bestimmt ein paar kluge Köpfe wie ich so. Schön, Sie wiederzusehen. Ausgezeichnet. Cool. Raptoren sieht man. Nö, sieht man gar nicht. Schade, wo sind sie denn? Da hinten. Ah ja. Nee. Was, wo? Okay. Wie weit ist die Ballontour? Oh, rennt. Dann schwingen wir uns da an Bord und schießen schon mal alle Fotos, wie geht. Und dann brauchen wir nur noch den T-Rex kaufen praktisch über den Markt. Züchten, schnell mal fotografieren. Ach nee, gar nicht mal fotografieren. Nur zwei davon aufstellen und dann oh, ist der Drops auch schon gelutscht. Ich hoffe mal, diese Übung wird nicht so lange dauern wie die letzten beiden. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Ne? Kommt nicht eigentlich auch in Jurassic Park 4 raus? Nachricht da war doch lange mal die Debatte, aber der Autor, Michael. Wie heißt der? Michael Crichton? Ah, ich will nichts Falsches sagen. Heißt das so, oder? Der ist ja verstorben. Und die Pläne wurden dann erstmal verworfen, so wie ich das jedenfalls weiß. Jetzt sollte aber bald ein neuer rauskommen. Oh, mein Gott, wieso hat das denn jetzt gerade so mega geleckt? Gut zu wissen, dass Sie sich um alles kümmern. Wetter? Ja, pff, geht. Nee, falls jemand was darüber weiß, ich würde es gerne mal eine Erfahrung bringen. Alter, wieso? Was ist denn jetzt hier los mit dem Rechner? Hallo? Hallo? Was geht's wieder? Dr. Grant. Das ist ja komisch. Ey, das zieht ja Hammer. Internes Erdbeben oder wie? Alter, was geht denn hier ab? Werde ich gerade live gehackt oder wie? Es wird langsam. Krass. Was geht's da? Ey. Was? Ich speichere gleich mal sicherheitshalber.